Ja, da sind Kaninchen. Okay. Kaninchen. Halt. Steine. Stein. Tragen. Was? Mit einem verstauchten Handgelenk kannst du keine Waffe tragen. No! Ich will Kaninchen. Okay, habe ich hier irgendwo in der Nähe eine Höhle, die ich als Unterschlupf nutzen kann? Ich meine, mir ist auch schon arschig kalt. Da lang geht's schon mal nicht weiter. Schön vorsichtig. Ja, was da? Steine. Ja, aber ich habe doch eine verletzte Hand. Wer gut zielt, leidet keinen Hunger. Wirf kleine Steine nach Kaninchen, um sie zu betäuben. Rüste sie dazu aus, triff damit ein Kaninchen und schnapp es dir dann, solange es betäubt ist. Wenn man es töten kann, kann man es auch essen. Ja, schön, Unterkühlungsrisiko. Ich habe hier keine Höhle, Mann. Eine Höhle wäre. Oh, da ist ein Lagerfeuer, ein ausgebranntes. Okay. Lagerfeuer ausgebrannt. Und wir nehmen mal einen Brandbeschleuniger, damit es schneller geht. Weil wir schon kurz vorm Unterkühlen sind. So. Und noch das. Wasser haben wir noch 1,5 Liter. Und uns wird wieder warm. Und wir essen mal was. Und zwar erstmal das hier. Das ist schon auf 52%. Und dann das hier. Und dann trinken wir mal die Limo. Und dann trinken wir noch einen Schluck Wasser. So. Und uns wird langsam wieder wärmer. Was sagt die Klamotte, die wir gefunden haben? Ist noch immer gefroren, wird aber schon weniger, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Da ist der Einsturz, das heißt, von da sind wir gekommen. Das brennt ja noch eine Weile und das ist ja erstmal wieder warm. Schilfrohr. Ist besser als gar nichts zu schmatzen. Steinchen. Steinchen noch sammeln, nicht zu viele, die wären sonst zu schwer. Ich würde mal sagen, die wir haben, die reichen jetzt auch schon. Ah, okay, und da geht es dann weiter. Oh, ich mache uns mal noch ein bisschen von dem Tee, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, dann nehmen wir Bartflechte. Moos vermeidet Infektionen. Bartflechten sind schon lange für ihre antibakteriellen Eigenschaften bekannt. Bereite sie vor, um sie als Medikament zu verwenden. Lege sie dann auf Wunden, um das Infektionsrisiko zu senken. Zack. Und noch eine. Und da hängt wieder ein Stück Stoff. So. Ich möchte aber erstmal zurück zum Feuer. Außerdem gibt es hier noch so ein bisschen Schilfrohr. Da ist auch noch Schilfrohr. Steht noch eins. So viele Kaninchen.
Ja, nein, so. Nein, auch falsch, so. So, wir bereiten mal ein paar Hagebutten vor. Ich hoffe, ich lasse mir hier jetzt nicht zu viel Zeit. Aber ein bisschen fertiger Tee, selbst wenn er dann vielleicht kalt ist im Endeffekt, ist nicht verkehrt als Schmerzmittel. Nein, abbrechen. Hier, Hagebutten kochen. Das wollte ich. Kalt, kalt, heiß. So. Dann wird uns wenigstens nicht kalt und vielleicht. Ja, geheilt, verstauchtes Handgelenk. Sehr schön. Stein. Oh Gott, mit Steinen zielen. Das habe ich bisher immer nur geschafft, wenn sich ein Kaninchen festgebackt hat. Dann habe ich es mal getroffen. Komm, setz dich mal hin. Setz dich hin! Bleib doch mal stehen! Nein, nein, hinhocken. Hallo, hinhocken. Geht doch. Das hört nicht auf zu hoppeln. Das Problem ist, wenn ich es nicht treffe, dann rennt es weg. Und natürlich rennen dann gleich alle weg. Und natürlich rennt es jetzt ganz weg. Ja. Ich bin ein miserabler Jäger. Nein, du sollst. Hör auf, die einfach zu schmeißen. Du sollst sie aufsammeln, Junge. Warum setzen die sich denn nicht auch mal hin? Oh, da ist nur noch Schilfrohr. Immerhin, das kriege ich erlegt. Ja, nein! Was? Das war getroffen! Hallo? Das war eindeutig sowas von getroffen. Na, scheiß drauf. Okay, ich versuch's noch einmal. Ich frage mich ja auch, ich verstehe halt das mit dieser Hand zum Zielen noch nicht so ganz. Ach, ich gebe es auf. Wir gehen weiter. Wir haben ein bisschen Schilfrohr, das muss reichen. Ja, dann nehmen wir mal noch ein paar Steinchen mit. Für den nächsten Versuch. Vielleicht kommt ja noch mal irgendwo Kaninchen zum Vorschein. Und wir klettern. Schade ums Lagerfeuer, aber was soll man machen? Wie viel Holz haben wir noch? 18 Stückchen. Okay. Was kommt als nächstes? Oh, wieder ein Hirsch. Ach komm, die Haut und Gedärme nehmen wir gleich mal mit. Was wir haben, das haben wir.
Und wir riechen jetzt natürlich extrem. Und sollten zusehen, dass wir wieder runterkommen. Okay. Ich kann ihm nicht sagen, dass er runterklettern soll, aber wenn ich jetzt springe, dann. Huhuhu. Nein, mein Feuer ist aus. Und hier liegen wunderschöne Stöckchen. Ich bin hier unten aber auch nicht windgeschützt oder so. Das ist echt kacke. Irgendwas, wo ich windgeschützt bin, so halbwegs. Besser als nichts. Kann ich das hier? Ja, kann ich. Ah, nein, Brandbeschleuniger machen wir mal nicht. Wir haben nämlich nur noch den einen. Glaub an dich, kleine Flamme. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Nicht auf den letzten Metern verrecken. Ja. Und alle Stöckchen reinschmeißen. Oh, schimmliges Reh. Naja. Okay, Unterkühlung ist geheilt. Sehr schön. Schimmliges Reh. Wie viel? Ah, hätte ich auch direkt gucken können, wie viel Wasser haben wir noch? Ah, da werde ich wohl noch mal einen Liter machen müssen. Und kochen. Sehr schön. Erstmal das hier. Ist eh nicht viel. Das hier. Und dann trinken. Und noch ein, zwei Schilfrohr, damit wir auch wirklich voll sind. So. Die Klamotte, ist die jetzt mittlerweile? Nee, noch nicht ganz. Okay. Gut, es ist wieder warm. Das heißt, wir können noch mal los Holz sammeln. Ich will erstmal die Stöckchen, die ich auseinandernehmen muss, meiden. Hallo, ihr süßen Kaninchen. Okay, hier sind keine Stöckchen. Von hier hat man einen schönen Überblick. Ist jetzt allerdings nicht, ob es so clever ist, die Nacht jetzt wirklich hier verbringen zu wollen. Aber ich glaube, durch die verstauchte Hand und so haben wir einfach zu lange gebraucht. Ich hoffe mal, der triggert den Schlaf einfach von alleine. Feuer müsste nur wesentlich länger brennen, aber hier gibt es nur Stöckchen. Mehr kriegen wir hier leider nicht. Und selbst die gehen uns so langsam aus.
So. Windgeschützt, das ist das Wichtigste. Und es wird Abend. Ich könnte es jetzt natürlich noch mal versuchen mit den Kaninchen. Da läuft eins. Ach, das war so klar. Nein, komm, vergiss es. Ich bin zu dämlich zum Kaninchenjagen. Komm ich da vielleicht irgendwie hoch? Komm, 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 komm. Da gab es auch einen Einsturz, okay. Hier komme ich nicht lang. Mal kurz aufwärmen. Mist, ist schon wieder gefroren. Wir haben nicht wirklich viel. Aber mal so einen Bartflechtenverband noch machen, vorsichtshalber. Ist das hier Blaupausen? Achso, Schmiede, Werkbank und überall. Jetzt haben wir hier so einen Bartflechtenverband. Ah ja. Und er will sich nicht schlafen legen. Nehmen wir uns mal eine Fackel mit. Nicht lang fackeln. Und gehen dann nochmal darüber. Da muss es ja dann offensichtlich doch weitergehen. Stöckchen. Wichtig, mitnehmen. Also müssen wir jetzt hier schon bei Nacht. No! Jetzt droppt er einfach die Fackel like it's hot. Das gibt's doch nicht. Und hoch da. Toll, jetzt hast du meine Lichtquelle fallen gelassen. Nicht, dass ich die dringend bräuchte. Ich habe die Helligkeit auf volle Pulle gestellt. Weil das in der Aufnahme nämlich schon allein recht dunkel ist. Trotzdem. Also die Aufnahme ist schon allein dunkler als das, was ich hier sehe. Ducken. Das habe ich schon alleine herausgefunden. Krieche unter einem Gegenstand hindurch. Auf deinem Weg triffst du hin und wieder auf Hindernisse. Ducke dich, um unter ihnen hindurchzuschlüpfen. Durch Ducken können dich zudem Tiere auf die Ferne schwerer erkennen. Du bewegst dich dabei langsamer, aber auch leiser, sodass du dich besser an sie heranschleichen kannst. Ja. Tagebuch aktualisiert. Astrids Spuren. Durchsuche den Bereich um die Absturzstelle herum und darüber hinaus. Ich habe Angst. Oh, ist das eine Höhle? Da hängt noch eine Bartflechte.
Naja, ob ich hier wirklich schleichen muss? Höhle. Ach, das ist so eine Höhle, die man so betreten kann. Nee, da bräuchte ich aber erst eine Fackel für, würde ich behaupten. Auseinandernehmen. Oh, wir werden langsam müde.